Dies ist die beste Zeit, die ich in meiner Karriere, selbst als aktiver Spieler, jemals hatte. Wir haben einfach nicht gut verteidigt. Nicht nur, weil wir zwei Tore nach Standards kassiert haben. Leicester hatte noch mehr Chancen. Ich kann mich nicht über eine einzelne Szene aufregen, sondern über unsere Gesamtleistung. Wir waren in allem schlechter als Leicester. Das war bestimmt kein langweiliges Spiel. Zum dritten Mal in Folge hat es geprickelt. Vielleicht bekomme ich dadurch in der kommenden Woche etwas Unterstützung von den Medien. Wir sind zwar noch ungeschlagen, aber um Vierter zu werden, müssen wir gewinnen. Wir spielen zu oft unentschieden, deswegen wird es jetzt schwierig. Das Ergebnis lügt normalerweise nicht, dieses Mal jedoch schon. Zumindest ist das meine Meinung. Wir haben die besten Fans der Welt. Wenn die ein Statement setzen wollen, haben sie jedes Recht dazu. Mesut Özil hatte heute die richtige Einstellung. Er war wieder sehr stark und hat mit rechts ein Tor erzielt. Wenn er in Zukunft noch mehr mit seinem rechten Fuß macht, wird er noch besser werden. Warum sollte der Verein etwas verneinen, was von den Medien erfunden wird? Ich weiß ja nicht, was Sie wissen. Sie haben nicht mit Ed Woodward oder den Glazers gesprochen und erfinden schon wieder eine Story, zu der ich Stellung beziehen soll. Aber ich werde auf diese Frage nicht antworten, sondern muss Ihnen sagen, dass Sie morgen entlassen werden. Ich vertraue keinen Buchmachern. Die hatten nämlich vor der Saison gesagt, dass ich der Erste bin, der entlassen wird.